Recht herzlich willkommen zur 159. Folge von Arborion. Ja, unser Schiff ist noch zu schwach für die Gegend. Das heißt, wir gehen in den Baumodus und schauen zu, dass wir das noch stärker kriegen. Ja, was bauen wir noch alles so rein? Ne? Das ist die Frage. Hier hatten wir ja letztes Mal gewisse Dinge noch gemacht. Wir müssen da noch größer werden. Das ist jetzt Hülle. Wir sind insgesamt ausgeglichen, da passend. Wir brauchen einfach nur erstmal viel. Computerkerne. Ich glaube, Computerkerne kann man gebrauchen. Ich glaube aber, wir machen erstmal dieses hier. Den kleiner. Und basteln die da mal dran. Ich glaube, da ist schon richtig. Ausgewählt habe ich es. Kopieren wir die Größe des Ding da. Gehen dahin und hoffen dann, dass wir das dann da. Ne, geht nicht. Steuerung C, Steuerung V. So, jetzt haben wir es. Und basteln da die Computerkerne nochmal dran. Ne? Genau. Und benötigte Energie erzeugte Energie. Das heißt, wir sind jetzt dann so weit, dass wir wieder hier hingehen. Wieder klein machen. Und das nochmal da machen und dort machen. Das Ganze können wir hier oben auch nochmal machen, glaube ich. Und dann müssen wir jetzt Energie gucken. Ach so, nee, das ist jetzt nicht so. Xanion ist ja das Beste, was wir haben, ja. Wir müssen dann mal hier reinschauen, ob wir da auch Energiecontainer Generator machen. Den würde ich jetzt aber nicht ganz so groß setzen wollen. Ah, jetzt habe ich das doch ausgewählt. Warte mal, na, ich wollte das da auch nehmen und das kopieren und dann V machen und dann Generator nochmal auswählen und den da nochmal hinbauen. Dann müssen wir doch nochmal das Gitter holen. Warte mal. Doch, das Bahngenerator passt. Das ausgewählt, den klein gemacht, den da. Den da. Und den da. Dann den da kopieren. Steuerung C, Steuerung V und nochmal die Akkus hier nehmen. Und dann das da nochmal hinbauen und gucken, ob das klappt. Energiecontainer. Das sieht gut aus. So, das ist schon mal größer geworden dadurch. Jetzt würde ich mal gucken, ob wir da... Ja, da haben wir einen Slot sogar mehr für bekommen jetzt. Ah ja, warte mal. Baumodus raus wahrscheinlich. Und jetzt nochmal ins P rein. Und jetzt zwei Slots mehr gibt es dann. Transporter Software, Generator Upgrade. Also das Ding ist definitiv wieder einen Schritt gewachsen. Und dann... Ne, müssen wir nochmal ins Baummenü und dann müssen wir da in die Waffen. Bergbau, Bergbau, Maschinengeschützturm, ja. Und den setzen wir einfach mal dahin. Drei Kanoniere fehlen uns jetzt noch.
Aber er sagt schon mal nicht mehr, dass wir zu schwach sind. Das ist doch schon mal ein Schritt weiter, oder? So, das bedeutet, wir können ja hier auch mal einmal anloggen und Besatzung dazu holen. Aber die kriegt nur die Besatzung nicht hier, kann das sein? Interagieren. Crew anheuern. Alles geklärt. Ja. Das bedeutet jetzt, dass wir gucken. Crew hatten wir ja eine Person noch. Die können wir dann hier als Kanonier noch einen einstellen. Und dann sind wir da schon mal bei 10. Nicht alle Geschütztürme können feuern. Das ist auch klar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel war denn im anderen Schiff? Wo ist das dann noch da? Alle übertragen wäre jetzt verkehrt. Wir sind auf dem Schiff mit den zwei Kapitänen, richtig? Da sind noch zwei. Ich bin zu weit entfernt, okay. Interagieren. So, jetzt sind die zwei noch da hingekommen. Reichten die zwei? Ich weiß es nicht mehr. Ja, cool. Das heißt, dieses Schiff ist jetzt auch stärker geworden. Wir wechseln mal gerade die Schiffe. Und dann gucken wir mal, was wir weitermachen. Ja, er müsste jetzt hier einfach uns folgen. Mich eskortieren, fertig. So, und jetzt sind wir erstmal in einem Bereich, wo wir gar nicht hingehören, in Anführungsstrichen. Also schon hingehören, aber wo wir das Problem haben, dass wir keine Fraktionen in der Nähe haben, die mit uns was zu tun haben will. Ist das da besser? Das war eine kontrolliert von schlechte Beziehungen. Die sind neutral. Ausgezeichnete Beziehungen, also müssen wir da hin. Da haben wir gute Beziehungen. Die sind noch neutral. Das heißt, wir müssen jetzt dahin, egal wie. Das kann ich nicht befehlen. Ach so, wir wollten noch ganz schön, indem du sitzt, nicht befehlen. Ja, was bedeutet das für uns? Wir müssten jetzt eigentlich erstmal gucken, dass wir da hinten irgendwo hinkommen, ne? Das war schon richtig. Nee, das war doch, das war richtig. Ich möchte jetzt mal hier so fliegen Richtung Osten einmal. Nord-Nordwest, das ist das falsche Tor. Ost-Nordost, das ist das richtige Tor. Naja. Also dahin und gucken, dass der nachkommt. Das ist ja hier um die Ecke, das Tor.
Neue Mission Kampfanweisung. Aha. Nee, das war eh nicht. Dingens, hier sind die Missionen. Ach so, das ist jetzt eine Fliege in einem leeren Sektor. Ach, das hätte ich jetzt mal vielleicht nicht aufgeben sollen. Naja, jetzt ist auch egal. Ah, das sind jetzt hier diese ganzen... Ja, Mission aktualisiert Handel. Kampfanweisung ist jetzt wieder hier aufgegeben, steht da. Na super. Ist jetzt auch egal. Das ist ein Nordtor. Das ist ein Osttor. Das heißt, wir fliegen zum Osttor. Wir müssen ja jetzt erstmal zusehen, dass wir in einen Bereich kommen, wo die anderen sind. Ist der andere jetzt eigentlich schon durch? Sieht so aus. Dann da mal hin, ne? Oh, ich glaube, wir schaffen es wieder mal davor zu knallen. Ne, wir sind tatsächlich noch durchgekommen. So, da haben wir weitere Tore. Nord-Ost-Tor. Ost-Süd-Ost-Tor. Das ist also schon mal geklärt, wo wir langfliegen. Hat das gerade irgendwo berührt, ne? Okay, er kommt noch nicht nach. Ich glaube, wenn wir da jetzt durchfliegen, dann weiß er nicht mehr, wo wir sind, oder wie war das? Oder haben sie dann das Problem gelöst? Ach, Updates gab es übrigens auch wieder. Das sind dann Feintuning-Sachen alles gewesen, sozusagen. Icons wurden verändert und so stand da und ja, ich weiß nicht, was alles noch. Oh. Ja, siehst du, ich wusste es, dass er das verloren hat. Zack. Nochmal Torgebühr bezahlen. Ja, wäre schön, wenn der hinterherkommt, ne? Können wir mal gerade reingucken, ob hier Antigraf-Einheiten, alles klar, hier ist nichts, was wir jetzt haben wollen. Ich hoffe, dadurch, dass der jetzt hier im Sektor ist, kommt er jetzt hinterher, oder? Sieht gut aus. Ist der schon hinter uns? Nein, doch, der ist tatsächlich schon da, okay. Nord-Nordwest. Osttor. Muss mal gerade hier reingucken. Nichts von Bedeutung, aber Osttor ist gut. Also dahin. Einfach durchs Tor einmal. Da ist, glaube ich, vielleicht eine andere Fraktion oder so. Ich weiß nicht. Schauen wir mal, was die Karte so hergibt. Ne, die Fraktion ist immer noch die gleiche und die bringt uns nichts, weil sie neutral ist. Die sind mit uns auch nicht wohlgesonnen, ne? Oder wie war das? Schlechte Beziehung sogar. Gut. Das ist neutral. Also wir müssen jetzt mal hier so gucken, dass wir da hinkommen.
keinen Weg. Das heißt, wir müssen nach Süden erstmal. Was ist das hier? Schiffswerft, okay. Gibt's hier einen Ausrüstungsdock? Ja. Dann gucken wir doch da mal gerade rein. Aber die dürfen uns ja nichts verkaufen, ne? Ja, also bringt das hier nichts weiter. Zack. Tschüss. Subraumsignale erfasst. Ist das das Südtor? Ah, da ist unser zweites Schiff jetzt. Das ist das Südtor, da müssen wir hin. Auf geht's. Da sind wir durch. Da ist ein weiteres Südtor, aber eigentlich würde ich jetzt hier lang und dann da runter gehen wollen. Weil das ist jetzt nicht so mein Weg, oder? Ost, Nordost, den nehmen wir jetzt. Der andere ist noch nicht da. Na super, dann können wir das jetzt abwarten. Da oben ist eine Nachricht, sehe ich gerade. Das sind zwei ungelesene Nachrichten. Der andere ist jetzt gerade gekommen. Kampfanweisung. Handel. Alles auf Englisch. Okay, da können wir jetzt aber durch, wenn der andere da ist. Der findet uns ja dann. Okay, Karte. Sind das Leute, die uns wohlgesonnen sind? Neutral, okay. Ost-Nord-Ost-Tor. Achso, da müssen wir erstmal die Karte. Das ist der lange Weg, den nehmen wir jetzt. Kollege ist auch schon da, wunderbar. Dann mal gleich in das Tor rein, damit wir in die richtige Richtung kommen. Zup. Und in das gelbe Tor rein. Der andere kommt nach. Nord, Nordost, nee. Ost, Südost, ja. Südost, noch besser. Also diese Richtung. Mal gucken, dass unser Kollege mitkommt. Okay. Jetzt ist er gesprungen und der andere ist noch nicht da, oder? Genau so ist es. Super. Komm, dreh um. Dann gucken wir da rein. Da ist er. Alles ist gut. Wieder umdrehen und wieder durch. Die machen gerade einen Reimach mit Torgebühren. So. Okay. Aber die schießen uns nicht an, ne? Sah auf jeden Fall nicht so aus. Ich wäre jetzt auch nicht da gerade. Osttor? Ne, will ich nicht. Nordtor will ich auch nicht. Da sind wir gerade hergekommen.
Das ist ein Zerstörer. Was sind denn das für Bösewichte hier? Keine Ahnung, was die da gerade fabrizieren. Ich brauche erstmal ein Tor, wo ich hier wegkomme. Osttor, ich möchte das Südtor eigentlich haben. Wo ist denn das Tor? Da. Zack. Auf geht die Reise dahin. Die anderen sind mir jetzt gerade hier so ein bisschen egal, weil ich habe keine Lust, da in den Kampf verwickelt zu werden. Ich werde nicht beschossen, also ist es für mich jetzt auch nicht interessant. Ja, fliegt du mal gerade an der Seite, damit ich da durchkomme. Solange ich mit denen nicht in Clinch bin, greift nämlich auch nicht an, oder? Und die wissen bestimmt auch, dass ich mich wehren werde. So, da ist noch ein Tor. Ost, Süd, Ost. Was sagt die Karte überhaupt, wo es lang geht? Ost, Süd, Ost geht sowieso nur, also nehmen wir das auch. Müssen nur wieder warten, bis der andere hinter uns her ist. Durch das Tor gesprungen ist. Da ist die Waffenfabrik, aber ich glaube, das bringt uns ja nichts, ne? Ah, dürfen wir nicht, siehst du, alles ist gut. Das heißt, wir warten, bis unser Kollege da durch das andere... Ah, da oben ist er schon, alles klar, das heißt, wir können weiter. Auf in den nächsten Sektor. Glück gehabt. So, einmal reingeschaut. Okay, das sind immer noch die gleichen mit neutral, ne? Osttor, Westnord, Westnord, Nord. Ja, dann müssen wir das Osttor nehmen. Das ist da schon ausgewählt. Was sagt die Karte so? Ja, fliegen wir da lang, ne? Müssen wir wieder warten, bis unser Kollege kommt. Da ist er. Das heißt, wir können da durch. Zack. Aha, da ist ein Schlitz und wir müssen nach Südosten. Ost, Nord, Ost, das ist es also nicht. Dann ist das unser Tor, Süd, Süd, Ost, genau. Was gibt's hier alles? Aber nichts für uns dabei. Weil sowieso falsche Fraktion, wir dürfen ja nicht mit denen handeln. Hoffentlich kommt der Kollege jetzt mal hier durch. Wo bleibt er? Da ist er. Also wir auch weiter. Neuer Sektor, neues Glück. Schiff, Bastion sind wir und hier ist nichts Besonderes, immer noch das gleiche. Achso, wir können das Tor mal gerade auswählen hier. Süd-Südwest ist jetzt unsere Richtung und die liegt vor uns. Karte geht so. Ja, müssen wir da noch runter weiter. Auf geht's.
So, jetzt muss der noch kommen. Da ist er. Das heißt, wir können durchs Tor. So. Nächster Sektor. Und da sind wir drin. Handelsposten. Da gibt es nach Süden jetzt dieses und das ist immer noch neutral, die Beziehung. Schade. Genauso wie von denen. Aber naja. Da geht der Weg lang. Warte mal, das ist ein Asteroid, den wir besitzen können, also einnehmen können. Was ist denn das für ein Symbol jetzt hier? Ist das das? Wertvolle Objekte gefunden. Genau, den haben wir da ja gleich. Dann sacken wir den gerade ein hier. Und dann können wir den verkaufen. Das ist die Frage, an welche Fraktion, ne? Werden wir dann sehen. Lass mal näher ran. F, interagieren. Einnehmen. Interagieren. Asteroid verkaufen. An. Geht sowieso nur die. Okay. Die Allianz von Aguioia oder so ähnlich. Ja, zack, dahin, egal. Und das sind die. Ja, leider hat es noch nicht gereicht, aber wird besser. Jetzt fliegen wir mal gerade ein Stück hiervon weg. Weil es gibt noch weitere tolle Sachen hier. Und habe ich da oben nicht eben gedacht, dass da noch so ein Teil rumfliegt? Okay, das ist was anderes. Ja, müssen wir mal schauen, was wir da so haben. Ne, wenn, dann wollte ich hier gucken. Nee, bringt mich nicht weiter jetzt hier gerade. Erstmal hier weg. Also das da ist ja nicht das Teil, was ich haben möchte. Da ist es. Geheimversteck. Gut, dann nehmen wir erstmal das Geheimversteck. Zack, einmal dahin. Und schauen, was es in dem Geheimversteck gibt. Aber das, denke ich, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erst fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Herzlich willkommen sind natürlich Kommentare und teilt das Video auf all euren Kanälen, damit andere auch davon erfahren. Alles klar, bis dann. Tschüss.